Hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com und heute spreche ich mit Sonja Bischoff, eine liebe Kundin von mir. Sonja, möchtest du dich vorstellen, also und den Zuhörern sagen, wer du bist, wo du lebst, wem du hilfst, was dein Expertenbereich ist? Ja, klar, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Hallo an alle, die zuhören. Also ich bin Sonja Bischoff und lebe in Berlin und bin seit 15 Jahren in der Immobilienbranche tätig und nun verstärkt im Bereich Business Coaching für Immobilienexperten. Und dazu arbeite ich mit Immobilienspezialisten daran, ihre Einzigartigkeit als Mensch zu erkennen und damit sie im Beruf authentisch und mit großer Freude ihr volles Potenzial entfalten können. Sehr, sehr schön. Und Sonja, wir arbeiten nicht so ewig lang zusammen. Wir sind eher so am Anfang unserer Zusammenarbeit, vielleicht ein Drittel durch dein erstes Coaching-Paket. Und wir hatten schon eine virtuelle VIP-Halbtag zusammen und einige Coachings. Und du bist jemand, der quasi was ganz Neues aufbaut. Also du hast vorher was ganz anderes gemacht, das was du jetzt machst, und du machst deinen Sprung in Richtung Selbstständigkeit auf diesem neuen Gebiet. Und ich wollte dich einfach heute mal befragen, weil ich finde es immer inspirierend und gut für andere, die diese Stories hören. Das ermutigt sie auch, ihren Weg zu gehen. Vielleicht erzählst du denen, wo du gerade stehst und wo bist du gestanden, bevor du zu mir ins Coaching gegangen bist, und dann reden wir gleich nachher über, was du schon alles gemacht hast seitdem. Ja, genau. Also kurz vor Weihnachten stand ich vor der Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich mache meine Business-Coaching-Ausbildung und ich möchte das wirklich auch selbstständig machen. Es war so, dass ich einfach für mich entschieden habe, das ist was, was mir Spaß macht, was ich gerne weitermachen möchte und wo ich wirklich auch was in die Welt geben kann und Menschen helfen kann. Und die Entscheidung habe ich für mich getroffen, das zu tun und um das einfach auch auf ein entsprechendes Level zu setzen und auch wie so auf so ein kleines Podest, um zu sagen, okay, das ist wichtig und das ist auch ein Commitment von meiner Seite, habe ich gesagt, ich nehme mir auf jeden Fall Unterstützung, weil Veränderungsprozesse, wie man ja auch irgendwie weiß und lernt, sind nicht so ganz einfach durchzustehen. Und warum sollte man sich es eigentlich schwer machen, wenn man es auch ein bisschen erleichtern kann? Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ja, das stimmt. Und wir haben begonnen, miteinander zusammenzuarbeiten, Sonja. Und ich meine, seitdem ist total viel passiert. Also du hast deine Zielgruppe klar, du hast deine ersten Pakete und Preise entwickelt. Vielleicht erzählst du ein bisschen einfach darüber, was du alles bisher an Resultate erreicht hast und was für dich diese Etappen bedeuten, weil wir haben es im Vorgespräch gehabt. Also viele haben diese Etappe volle Praxis mit Kunden und dieser Umsatz, aber sie erkennen nicht die Zwischenetappen und feiern nicht die Zwischenetappen. Vielleicht möchtest du darüber ein bisschen erzählen. Ja, gerne. Also ich bin ja auch gestartet und ich hatte einfach wie so einen riesen Berg vor mir und die Frage, oh Gott, wie gehe ich das alles an, wie mache ich es? Und das Schönste war eigentlich, dass wir im ersten Coaching erstmal alles entschlackt haben und gesagt, wir machen einfach nur drei Dinge. Mm. Und damit war es ja für mich erstmal schon sehr viel entspannter, zu sagen, juhu, ich mache nur drei. Und die dann zu definieren, war irgendwie gar nicht so schwer. Und wenn man es in Häppchen aufteilt und dann einfach hintereinander weg an einer Sache nach der anderen arbeitet, dann es fällt einem so der Druck von den Schultern, ne? Und man sagt einfach, gut, ich mache jetzt das und wenn das fertig ist, mache ich das nächste. Und ich habe so einen schönen Ordner mit meinem Coaching-Ordner auf dem Rechner und da gibt es einen so einen Ordner, der heißt dann. Und immer wenn ich dann irgendein einen Arbeitsbogen oder für mich irgendeine Ausarbeitung fertig habe, dann schiebe ich die da rein, ne? Und dann denke ich so, cool, da sind jetzt schon, was weiß ich, auch wenn es irgendwie drei oder fünf Dateien sind, ist natürlich nicht viel, aber ich weiß, das sind Dinge, die fasse ich jetzt erstmal nicht mehr an, die stehen. Ja. Und so gibt es dann, ne, wie so eine Waage, die kippt. Man weiß am Anfang so, die Waage, die ist noch total leer, da ist noch nichts drauf, was ich erledigt habe. Und dann, geht das so in so einen Ausgleich, obwohl es natürlich immer hier gibt es ja immer massig, ne? Aber wenn man eben nur auf einen bestimmten Zeitraum nach vorne guckt, weiß man, okay, jetzt habe ich eigentlich auf dem Weg, den ich mir jetzt zumindest schon mal vorgenommen habe, habe ich ja so ungefähr die Hälfte. Und manche Dinge
die kommen einem am Anfang total groß vor und man denkt so, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und wenn man aber einfach anfängt, Ja. Ja, dann plötzlich, irgendwann ist es soweit und man hat sie, dadurch, dass man sich damit gedanklich beschäftigt und immer mal wieder dran arbeitet, hat sie dann irgendwann einfach abgehakt. Ja, genau. Es ist wie diese Frage, wie isst man ein Elefant, indem man, genau. Ja, ein Biss mit für einem, Biss. ja, Biss für Biss. Nicht, dass ich ein Elefant essen würde, ich bin ein Vegetarier, ich bin Vegetarierin, aber so dieses Metapher, ja. Und das ist es, ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sonja, aber wenn du redest, ich höre heraus, diese Babyschritte, ein Stück für ein Stück für ein Stück, die führen dazu, dass du an Selbstsicherheit gewinnst und dass du das Gefühl hast, hey, ich bin auf dem Weg, ich bin richtig auf dem Weg. Ich habe mir nicht nur entschlossen, dass ich das mache, ich spüre, dass es so ist. Und es geht ja auch darum, nicht alles sofort haben zu wollen. Und man, also ja. Ich habe mir ja auch Zeit eingeräumt dafür. Es war mir nur wichtig, auch loszulaufen, ne? Weil du hast so dieses schöne Bild mit dem Steuerrad, ne? Und dem Auto. Man kann da zwar dahinter sitzen und lenken, aber wenn das Auto nicht fährt, dann geht es eben in keine Richtung. Und das hole ich mir auch immer so ein bisschen wieder vor und denke mir, okay, also wenn ich sehen will, ob es funktioniert, muss ich halt irgendwas tun. Ja. Und das Tempo kann ich ja bestimmen. Und das ist ja das Schöne dabei, ne? Also es geht auch manchmal sehr, sehr viel langsamer, als ich denke oder als ich mir das gewünscht habe. Oder gedacht habe und andererseits an manchen Stellen geht es dann aber dafür sehr viel leichter, ne? Ja. Und ja, das ist einfach schön. Und wie gehst du mit dieser Seiten, wo es ein bisschen langsamer geht für deine Wunschvorstellung, Sonja? Also wie bringst du die Geduld auf oder was auch immer dein Ding ist, um damit umzugehen? Ja, das ist also grundsätzlich erstmal sehr schwierig für mich, weil ich bin eigentlich eher ungeduldig und jemand, der schon diszipliniert ist und die Dinge voranbringt und sich da auch selbst eigentlich so organisiert, dass es geht. Aber manche Sachen sind eben nicht nur durch Zeiteinteilung und so zu organisieren. Bei manchen Sachen muss es einfach wachsen, ne? Und ja, wenn man das wieder mal versteht und ich mir dann auch klar mache, dass das eben auch dazugehört und sein kann und mich wieder auf Dinge besinnen, die mir auch mal gut tun, indem ich einfach mal einen Tag auch Pause mache und rausgehe oder wie jetzt. Ich habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach 2 Wochen Osterferien, weil mein Kind ist zu Hause und was bringt es, mich zu zwingen, irgendwas zu tun, wenn ich eh nicht in dem Tempo vorankomme, wie ich es eigentlich möchte. Sondern lieber vielleicht nur ein paar Sachen für den Kopf mitzunehmen, wenn ich dann auch weg bin. Und auf einer langen Wanderung einfach darüber dann mal nachzudenken. Und dann irgendwann kommt es schon wieder in Fluss, ne? Ja, das ist so, weil manchmal ist es genau in dem Moment, wo wir total loslassen von der Vorstellung, es muss jetzt sein, dass es einfach zu uns fließt. Und witzigerweise häufig auch, wenn wir gar nicht drüber nachdenken, sondern eben bei der Wanderung, wahrscheinlich müsst du dich gar nicht anstrengen, sondern es kommt wie von alleine diese Gedanken und Inspiration. Und ich finde, du bist besonders gut darin, dich immer wieder zu besinnen auf, hey, okay, es ist halt, wie es ist gerade, ich gönne mir diese Auszeit, ich kümmere mich um mich und schaue, ich habe nicht nur ein Business und eine Selbstständigkeit, die ich aufbaue, ich habe auch ein Leben. Ein Leben mit meiner Familie und es sollte auch schön sein. Richtig. Ja. Sonja, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist, hast du vielleicht eine Vorstellung gehabt, also was wir machen könnten gemeinsam oder wie der Weg oder die Begleitung aussehen könnte. Wie ist es gekommen gegenüber deiner Vorstellung? Was hast du im Kopf gehabt und wie ist es dann gekommen? Es trifft es ziemlich gut, weil ich mich natürlich vorher auch informiert habe, passt das zusammen, kann ich mir das gut vorstellen und hätte ich da Lust drauf? Und das deckt sich eigentlich mit meiner Erwartung, die ich hatte, wo ich mich einfach immer wieder freue, ist, wenn wir wirklich die Coachings haben und ich danach einfach auf Auflegen klicke und denke so, wow, das war jetzt einfach wieder super, weil es war, auch wenn es nur eine Stunde ist oder eine knappe Stunde, bringt das wieder so viel in Fluss, ne? Auch wenn ich selber stetig daran arbeite, aber diese eine Stunde, die ist wirklich so konzentriert und so nach vorn gerichtet und auf Ergebnisse ausgerichtet, dass ich immer auflege und denke, okay, super, alles wieder deutlicher geworden, klarer geworden, filetiert in so kleine nächste Schritte, sodass ich einfach wieder weiß, wie ich loslaufen kann. Ja, ja. Und
Ja, das ist einfach total hilfreich. Ja, und Sonja, stell dir vor, das sind einige Leute da draußen, die uns gerade zuhören und sie haben sich schon auf den Weg gemacht in Richtung ihrer Selbstständigkeit oder sie überlegen das gerade zu tun. Und vielleicht denken sie darüber nach, das mit einem Coach zu tun, in irgendeiner Begleitung. Wie hast du überhaupt entschieden, dass du mit mir zusammengearbeitet? Wie hast du dich vorher informiert? Und was würdest du anderen raten, wie sie das angehen können? Weil ich sage immer, ob jemand bei mir landet oder bei einem anderen guten Coach, ich bin da nicht verbunden mit dem Ergebnis. Aber mir ist wichtig, dass die zu ihnen richtige Person passend finden. Wie hast du das gemacht? Was würdest du empfehlen? Also letztendlich gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, dich irgendwie vorher schon mal zu sehen, zu erleben, in Videos zu sehen, zu gucken, was deine Themen sind. Also natürlich ist es, für mich zählt in erster Linie immer der Mensch. Ist da jemand, mit dem ich gern zusammenarbeite und wo ich auch motiviert bin, irgendwie was zu erledigen und was zu tun, ne? Und habe ich da Lust drauf? Und natürlich, also das war vordergründig, dann ist natürlich die Frage, passt das Thema, also passen die Kompetenzen zu dem, was ich suche? Und wenn das matcht, dann ist es natürlich schon mal super. Und ansonsten ist es so, meine Erfahrung mit Coaching ist so, dass ich das gelegentlich immer mal mache, auch in anderen Situationen. Und es mir immer ganz neue Perspektiven aufzeigt. Ne? Nicht umsonst arbeite ich ja nun auch selber als Coach, weil ich einfach finde, es gibt so viele Situationen, wo man so viel schneller über so eine Hürde klettern kann und das einfach abhaken kann für sich. Und einfach zu wissen, da ist jemand, der unterstützt einen und der ist total wohlwollend und dem geht es darum, einen voranzubringen und einen zu unterstützen. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich heute. Und wir sind auch in so einer Zeit, wo Zuhören irgendwie total schwierig ist und Oh, immer, das ist so und wahr. immer weniger wird auch geführt. Na, wir merken das ja auch an uns. Wann haben wir denn selber mal die Zeit oder so, diese Muße und Ruhe, jemandem so wirklich zuzuhören? Deshalb finde ich, ist das ein extrem hohes Gut, was wir da und was du da auch bietest. Ne? Und ja, ich kann immer nur sagen, aus meinen Erfahrungen, man steht einfach nach so einem Coaching immer an einer ganz anderen Stelle als vorher, weil man bekommt auch Zugang zu eigenen Ressourcen und ja, zu eigenen Ideen, an die kommt man allein nicht unbedingt dran. Ne? Gerade weil wir auch ständig abgelenkt sind und uns ablenken lassen und nicht immer auf das besinnen und eben auch nicht so vehement nachfragen und nochmal nachbohren. Ne? Das ist ja auch eine Seite, dieses Unbequeme und so. Das ist schon ein bisschen, was sage ich denn jetzt und was kommt denn da? Das ist natürlich auch nicht so ja, allgegenwärtig und überall zu haben. Ne? Insofern, Ja, das das finde ich ist schon so. wichtig. Das finde ich so schön und das, was du sagst, ich bin ganz bei dir. Also wir sind so abgelenkt auf allen Ebenen, von Social Media, von Fernseher, von Konsum und all das und dieses einfach Zeit für sich nehmen, eine Begegnung haben, ja, und es beruht auf Gegenseitigkeit, weil es ist einerseits das Zuhören, aber andererseits du hörst mir auch zu und wir sind also quasi im Dialog und für mich kommt dieses Voran. Wie wir immer gemeinsam vorankommen, nur dadurch, dass wir in dieser Begegnung sind, in dieser Verbindung. Und das ist, ja, das geht wirklich in der heutigen Zeit ein bisschen abhanden. Also Ja, stimmt. jeder möchte nur schnell und Dinge und Leute abfertigen und dieses Hinsetzen und sich einer Sache widmen. Ja, das ist so wertvoll. Also unabhängig davon, was der Bestand ist, oder? Ja, und letztendlich ist es ja so, ich meine, arbeiten muss man natürlich auch wenn man so jemanden wie dich in Anspruch nimmt, muss man natürlich alleine. Daran führt ja kein Weg vorbei. Aber irgendwie macht das Arbeiten halt so viel angenehmer und so viel ja, zielgerichteter und so viel schneller letztendlich auch in den Ergebnissen. Auch wenn der Austausch jetzt gar nicht so oft und so intensiv ist. Aber allein zu wissen, okay, also da in 2, 3 Wochen habe ich den nächsten Termin, den will ich natürlich nicht verstreichen lassen. Was bringt mich an dem Tag wirklich wieder voran und sich zu überlegen, was will ich besprechen? Ja, wie ich ja anfangs sagte, ne, das hebt also das eigene Vorhaben auch auf ein ganz anderes, ja, auf einen anderen Grad an Wichtigkeit. Das ist Ja, wichtig. das ist dieses Thema Commitment, ne? Also ich bin committed, ich habe mich dem verschrieben, wir treffen uns dazu, dieses Commitment. Und ja, Sonja,
Vielleicht sind Leute da draußen, die hätten auch den Wunsch, einen Coach wie mich oder mich, die hätten gern mich, die würden gerne mit mir zusammenarbeiten, aber sie trauen sich vielleicht nicht, auf den Knopf zu drücken für das Kennenlerngespräch, ja. Ich weiß es nicht. Manche Leute sagen mir, es ist eine riesige Hürde, um einfach da den Termin zu vereinbaren, obwohl er kostenfrei und unverbindlich ist. Fiel es dir leicht, auf den Knopf zu drücken oder war es eher so ein bisschen Überwindung? Wie hast du das erlebt? Na gut, dadurch, dass man ja sehr lange oder relativ lange, je nach Typ, ne, wie lange man sich das anschaut oder bestimmte Newsletter verfolgt oder Videos anguckt, man gewinnt natürlich das Gefühl, man sitzt davor als Zuschauer so ganz klein, ne, und das ist jetzt irgendwie so ein irgendwie großer, erfolgreicher Mensch und erzählt einem schon, was er alles gemacht hat und was gut funktioniert und was nicht. Und das kann natürlich sein, dass das eine Hürde aufbaut, aber letztendlich, also rückblickend, kann ich nur sagen, es gibt überhaupt gar keinen Grund, da nicht drauf zu klicken. Ja. Weil das ist so, ich meine, du bist ja auch ein ganz normaler Mensch wie du und ich, ja, und du arbeitest mit Menschen. Also insofern irgendwie jemanden Wohlwollenderen anzutreffen, geht eigentlich kaum. Mhm. Insofern ist die Hürde, da drauf zu klicken, die sollte man gar nicht anwachsen lassen, ja, sondern das auf jeden Fall tun. Also es passiert nichts Schlimmes. Nee, passiert wirklich nichts Schlimmes. Wir haben ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und es ist so witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe wirklich Leute dort, die sagen, boah, ich bin so nervös wegen heute. Und es ist ein Wahnsinn, was dieser Videos und Newsletter, Kommunikation nach außen, so nah und verbindlich sie ist. So entwickelt man doch ein Bild über den Menschen, oder? Dass sie irgendwie, weil sie ein Newsletter schreiben oder ein Video schreiben, was Besonderes sein könnten. Aber das ist einfach, ja, wie du sagst, es ist ein ganz normaler Mensch, wie du. Ja, klar. Ja, nur an einem anderen Punkt im Leben. Oder du hast eben andere Dinge gemacht. Insofern, man sollte ja irgendwie vergleichen, ne? Aber genau deshalb will man ja eigentlich mit dir auch arbeiten, weil du eben bestimmte Erfahrungen hast, die man selber eben nicht hat. Und, ja. Es geht ja darum, jemanden auch ins Leben zu holen, von dem man wieder was lernen kann und der einen unterstützt. Ja. Ja. Und für den die Schritte, die für mich noch total schwer sind, einfach nur klappt sind, weil er sie so oft getan hat. Ja, und nicht, dass sie mir auch nicht mal schwer waren. Ich lehre das, weil es mir auch schwer gefallen ist. Und ich kann einfach nachvollziehen, wo die Menschen stehen auf dem Weg, womöglich. Also nicht, dass jeder immer auf dem gleichen Weg steht, aber... Ja, so schön, Sonja. Danke herzlich, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, um mit mir zu reden über den Standpunkt auf dem Weg in unsere Coaching-Beziehung. Ich bin mir sicher, dass das vielen anderen Leuten hilft, zu entscheiden, ob das für sie auch vielleicht was sein könnte, sich begleiten zu lassen und auch mit mir. Also herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Also ich kann nur sagen, es ist absolut, erlebenswert. Das ist doch ein Wort. Genau. Also, bis zum nächsten Coaching. Ja, bis tschüss. Dann. Ciao, tschüss. Ciao.